Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir spielen Dreadnought. Wir befinden uns schon auf der Brücke. Das hier ist Kommandant Nils. Hallo. Major, nee, Major ist man nicht im Weltraum. Was gibt's noch? Commander. Commander Krugmann. Kommandeur. Ja. Bombardier. Und ihr beide seid dazu da, mit mir eine Armada zu kreieren. Denn wir spielen auf der PS4 den exklusiven Spielmodus Havoc jetzt. Und der heißt es, zu dritt gegen angreifende Wellen von Computergegnern kämpfen. Alright. Na, da haben wir schon ein bisschen Übung drin gegen Computergegner. Wir sind richtig gut. Absolut. Haben ein bisschen geübt. Krugmann ist ein Verräterschwein. So, ihr haltet euch alle ein bisschen links, ne? Nice, Krugmann. Ja, ich hab mich hier mit meinem Absatz festgehängt. Ich komm reingedüst in die Battle-Modus. Alter, du hilfst mir voll, Nils. Mega geil. Ey, weil wir Kumpels sind. Versteckst dich da super. Ja, du machst es richtig. Komm jetzt auch, der hat keine Chance, wenn ich da auch noch mit drauf schieße. Rakete ist alles drauf, Feuer frei. Jetzt führt mehr so Monologe immer. Da muss man dann rausinterpretieren, wo er ungefähr ist und was er macht. Oh, er wollte mich hier mitnehmen. Auf Captain Hawker, ne, Nils? Juliane? Nee, Juliane? Ja, oh, Juliane ist gleich down. Ich hasse Juliane. Geh nicht so dich dran. Du machst aus der Entfernung alles richtig. Guck dir das an. Tot! Und da ist er weg. Sauber. Ja, gutes Team, Mann. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die haben mega vorbereitet. Einzeln rausfischen. Ja. Immer. Richtig. Ihr habt das ja schon ein bisschen gespielt. Ja. Ihr findet das schon richtig gut und seid da schon quasi Pros. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, bevor wir in diesen besagten Havoc-Modus starten, ist eure Schiffe mit dem gerade verdienten Geld auszustatten. Zum PlayStation 4 Launch gibt es übrigens ein Turnier in diesem Modus, im Havoc-Modus. Am Montag, den 11. Dezember, geht das Ganze los. 2 Wochen Laufzeit hat das. Und wer am weitesten in diesem, ja, sagen wir mal, Horde-Modus kommt, der gewinnt was. Poster und Codes und sowas. Man muss dann so weit kommen wie möglich. Ist klar, gibt einen Endgegner alle 7 Wellen. Macht der Spaß, ganz easy dabei zu sein, ja, zu dritt am besten. Und nicht vergessen, die Beweise für die Punkte, die ihr da erreicht habt, am besten über die PS4-Share-Funktion auf Facebook posten als Beweis. Havoc. Gegen Wellen von KI-Gegnern mit 2 Freunden. Das erste Mal, dass wir das spielen. Ach, wir werden einfach zusammen, wir manövrieren uns da durch die Schluchten und die werden uns einfach nicht mehr finden. Genau. Wir fallen in die Flanke rein, die finden uns. Oder wir tarnen uns nur, machen gar nichts. Geht auch. Und dann fliegen die einfach umher und werden verzweifelt. Und bringen sich selber um. Ja. Super. Das ist auch eine gute Idee. Kann man auch Zeit spielen bei dem Spiel? Geht das? Nee. Nein. Gut. Und wenn man einen erwischt und dann einfach immer abhaut, dann haben wir am Ende einen Kenner. Das ist mega Spaß, ja. Es geht um den Erfolg, es ist Krieg. Wir können sie auch einfach alle abschießen. Was haltet ihr davon? Von ja, du Langeweiler. Ja, nicht Langeweiler. Super lame Idee, aber. Ist das, hast du das noch nie gespielt? Dann, ja? Ja, pass mal auf, ich jetzt wegsnipe. Alles klar, ihr macht das schon, ne? Ja, Mann. Oder lasst uns alle rückwärts fliegen. Ey, ist auch geil. Die Idee ist nicht schlecht. Besser als die Abschießidee. Ja, und dann, weil da hinten sind die Düsen und dann brennen wir uns mit denen rein, wenn wir die ganze Zeit unseren Arsch ins Gesicht drücken. Komm, jetzt bist du albern. Wir können uns auch, wir können uns auch ausrichten so in perfektem Winkel, dass wir in alle Richtungen schießen können. Alter, unseren Arsch an Arsch taktisch. Das Todesdreieck. Ja. Ja, oder andersrum. Und dann wie so ein Fidget Spinner. Ja. Und wenn der wird ja immer schneller, weil wir hören ja nicht auf, Schub zu geben. Und irgendwann werden wir so träge, dass wir ein schwarzes Loch kreieren und dann, ja. Nee, das klingt auch wie ein guter Dennis Plan. Dennis, Mann, nimm deine Tugarin hier. Tugarin ist ausgewählt. No, okay, also Dennis, ich bleib direkt hinter dir. Richtig. Aber ich halte mich so ein bisschen unterhalb von dir, weißt du? Ja, das machst du perfekt. Und Nils sollte eigentlich da erstmal warten und diese 7 Kilometer einhalten, so ein bisschen. 8,1. 8,1. Genau, also ein Stückchen vor. Aber die erste Welle ist ja, ne? Ja, aber jetzt machen wir sie nach Vorschrift. Nach Vorschrift, ganz genau. Mein Heilungsbeam hatte ich schon einmal tangiert. So, irgendwas ist da jetzt in Reihe. So, da kommen sie schon. Der eine wird gleich sehr schnell vorrücken. Okay, ja, ich bin direkt in Reichweite von dir. Ich drop dir mal eine Reparaturkapsel. Aha. Ja, du bist komplett wieder. Okay, ich hab hier einen. Boah. Du bist komplett in Range der Kapsel, sehr gut. Okay, sehr gut. Ich schieße jetzt auf den Typen hier unten. Der versteckt sich ein bisschen und ist halb tot. Den haben wir eben auch sehr schnell ausschalten können. Der hält ja, ich habe ihn ja auch von. Er kommt mir genau in die Flinte. Das haben wir perfekt gemacht. Nils hat den. Ja. Und einmal noch Schuss. Okay, du bist komplett heile. Okay, guck mal, Nils hat ein bisschen was abgekriegt. Okay, der eine Typ ist. Ich verfolge dich, Dennis. Gut, gut. Was ist das für ist das eine fucking Rakete, die auf mich zufliegt? Eine Homie? Ja, genau. Mach mal Schilder an schnell. Und du, wieso fliegst du nach oben, um noch mehr Ziel zu bieten? Nee, weil ich dem ausgewichen bin. Okay, dann weich nach unten aus nächstes Mal. Ja.
Okay, bleiben wir ein bisschen unterhalb jetzt hier. Guck, da Dennis. Ist Schurke, seht ihr? Ja, ich rück langsam vor. Okay, Dennis, hier ist ein Schurke, direkt bei uns, Zebarus, direkt alles, bei mir. Alles klar, haben wir im Griff. Ach, das ist nur ein Highlight. Oh, jetzt beamt er sich. Ich habe die Tesla-Türme voll auf ihn aufgerichtet. Wunderschön, ja, ja, oh, er dürfte keine Chance fuck, haben. Plasma-Rahmen! Und boom, Alter! Oh, kann ich hier gar nicht. Das Rahmen ist ja geil! Hammer. Okay, ich bin fast down. Ich bin so gut, ich bin down. So gut wie down. Wieso denn? Ach, weil da ein Typ hinter dir ist? Ich versuche den gerade Platz zu machen. Ich kann. Okay, drei, ich bin zwei, kaputt. Eins. Oh, schade. Schade, schade. Der ist Schild hattest du oben, ne? Jo. Aber du bist ja wieder am Leben jetzt. So, anscheinend, ja. Wir haben nur weniger Punkte gemacht als eben. Aber wir haben auch eine neue Taktik probiert. Ja. Okay. Das hätte ich gerne. Dann nehme ich mal, kann ich nicht kaufen. Waffen ja. Laden schneller nach. Modulverstärker kaufe ich jetzt einfach mal. Okay. Bin bereit. Ich auch. Oh, nur ganz schön lange warten. Da rechts oben steht's. Du kannst dich auch bereit machen noch, ganz kurz. Ach so. Drück mal. Ah, cool. Easy. Siehst du? Okay. Machen wir es nochmal. Okay, wir müssen einfach wieder ein bisschen rausfliegen eigentlich. Nee, kann man eben super schnell. Hinter uns starten, die seht ihr das? Also zumindest hinter mir. Da, ich sehe eingehend, ja. Und ihr seht, 7,8 Kilometer, das heißt, wir sind eigentlich perfekt von der Distanz. Aber sie kommen ja gleich wieder so schnell reingeworbt, das will ich nur sagen. Ja, okay, das heißt, lass uns hier warten. Genau, sie kommen, wir lassen sie kommen. Alter, wir machen Megatakt. Reparaturkapsel, ich mach schon mal alles voll. Und ich komme so ein bisschen über die Flanke. 6,9. Ich bin ein bisschen tiefer, aber ich kann nicht sehen, Dennis. Da hinten, okay. Das ist der Heiler, den ich mal markiert habe. Merkt euch den, der sollte als erstes fallen. Ich flankiere. Du flankierst? Ich dachte, wir warten hier auf die. Achso, ich dachte, dass ihr seid sozusagen der Rambock und ich Wiesel. Okay. Wieselflink. Weiß ich nicht. Das, eigentlich sagten wir warten hier, wie du auf Rambock und Wieselflink-Taktik kommst. Okay, neue Reparaturkapsel. Wo bist du denn, Nils? Da. Da. Der hat mich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da, siehst du? Das ist nämlich der kleine Schnelle. Okay, hinter dir, Dennis. Agostas, direkt hinter dir. Ja, den kriegen wir jetzt. Und der ist aber echt schnell. Schieß. Geil, so, der erste, den ersten habe ich nämlich runtergepieselt und jetzt muss ich mich schnell verpieseln. Ich reparier dich. Super. Ja, super. Wenn wir hier im Strahl sind. Geil, das hat auch wunderbar funktioniert. Nächste Reparaturkapsel, glaube ich. Ich werde hier ein bisschen angeschossen, aber das ist kein Problem. Jetzt kommt gleich mein Ausweichmanöver. Wir haben gleich die Agosta. Und Ausweichmanöver. Geil. Sehr gut. Ja, dann müsste es hier super geheilt werden eigentlich. Du hast ja mit diesem Strahlkrogi nicht viel Power, aber gegen diese schnellen Korvetten ist der Strahl sehr mächtig, weil die kann man nicht treffen, aber dein Strahl, der lockt automatisch auf. Das heißt, du kannst geil Korvetten verarschen auch. Mhm, okay. Oh, einer kommt da. Aber erstmal halte ich mich hier bedeckt, den weißt du? Den hole ich mir. Ja, da ist der Heiler, den müssten wir sehr schön markieren. Ist der markierte Heiler, den hole ich mir. Ja, den müssen wir jetzt. Ich hole ihn euch vom Leib. Ich spotte mal so ein bisschen hier bei uns, was hier so abgeht. Ich booste unsere Waffen. Nächste Reparaturkapsel kommt jetzt auch mal hier hin. So ein bisschen bei mir. Jetzt kommen sie. Schnell den Heiler ausschalten, weil dann kriegen wir den Dreadnought ohne Probleme. Okay, dann ist ich heilig. Sehr gut. Geschwindigkeit. Ich flankiere sie jetzt. Okay, sehr gut. Er springt. Achtung, gleich ist er hier. Ja, er ist hinter dir, Dennis, auf der anderen Seite. Okay, ich sehe ihn. Alles klar. Schöne hoch, versteck dich. Wir machen den jetzt. Ich ramme ihn zu Tode. Okay, du kriegst Strahlenverstärkung, du wirst jetzt super geheilt. Geilo. Strahlen nochmal double, du wirst super gedoubled. Oh. Ah, ich komm gar nicht rechtzeitig zum Rahmen. Schade. Geil. Alter, guck mal, Taktik aktiviert, ne? Und schon sind wir die krassesten. Das ist der Wahnsinn. Das war gut. Spaß gemacht. Ja. Wie viel hast du abgeknallt? Jetzt den letzten habe ich ein bisschen was gegeben, einen habe ich komplett alleine gemacht. Oh, guck mal, jetzt habe ich aber nicht genug. Ich auch nicht. Oh, ich auch nicht. Okay, sind wir ready? Maximale HP. Ja, ready. Bereit machen, okay. Ich glaube, ihr könnt das eventuell auch neu auswählen. Aber ich bin's gar nicht Oh, wir sind noch da, das ist schön. Lass uns mal unsere Heilungswelle hier bleiben. Die kommen von da hinten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sind. Ach stimmt, das läuft direkt weiter. Die Cooldowns laufen noch. 4,6 Kilometer. Zieht euch ein bisschen zurück. Ja. Okay. Besonders du, Nils. Welche Richtung? Wo bist du? Der rote Anzeiger. Kogi. Ja, okay. Hast du ihn? Jo, ich fliege ein bisschen rückwärts. Du müsstest auch auf die andere Seite von diesem Gelöt. Genau, perfekt. Okay, da hinten habe ich sie shit, direkt da kommen sie. Wo ist der Heiler? Da ist der Heiler. Okay, ich falle ihn voll in den Rücken rein.
Okay, bitte Heilack fokussieren, sonst haben wir ein Problem. Ich werde derbe gefokust. Dennis, ich sehe dich nicht mehr. Okay, ich bin eigentlich gleich in die Ecke hier, hinter diesem Knödel. Ist ein bisschen weit weg, kann das sein? Du warst eben noch neben mir. Okay, ich werde abgeschossen. Oh, geil, geil, geil. Ich habe sie mitten in der Flanke. Komm her, komm her, komm her. Ich komme jetzt zu dir. Ja. Schnell bewegen. Nice, 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 nice. Selbstreparatur. Geil. Okay, ich bin gleich down. Sips down? Ja, weil ich mich genau auf die andere Seite gestellt habe. Ah, okay. Alle schießen mich ab. Ja, genau, da sollst du hin. So, jetzt komme ich über dich und versuche dich zu retten. Okay, ich bin nicht down, alles cool. Okay, mach den Heiler platt. Mach den Typen hier über uns platt. Koke, ich bin über dir. Wir haben einen Schütze dich mit meiner. Alter, bin ich krass, ey. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, der Heiler kriegt richtig gerade. Ich aber auch ein bisschen. Ich heile dich. Machst du gut, machst du gut. Ich mach Schilde an. Gleich haben wir den ersten. Sehr gut. Okay, das ist schon mal ein bisschen Druck weg. Alter, was passiert? Ist hier aktualisiert? Hoffentlich haben die keine Atombomben oder so, sonst sind wir hier ein bisschen. Okay, da ist Agosta, Dennis. Siehst du sie? Agosta kriegt gerade richtig. Nils, wenn du uns helfen könntest. Ich mach den Heiler platt. Aber. Oh, Dennis, ich mach einen super Strahl auf dich. Oh, du bist geheilt. Geil, der Heiler ist platt. Okay, Agosta ist auch weg. Dennis, du wirst gleich wieder. Oh, aber du heilst mich mega krass. Ja. Alles klar. Nils, du hast den Heiler ausgenommen, oder was? Ja, krass, du musst so raus sein. Okay, dann gehe ich jetzt auf den Dreadnought. Ich glaube, wir haben es fast. Die dürfen uns jetzt, die sind zu wenig. Okay, du bist wieder heile. Super. Gar Dennis, bei dir links von dir oder rechts von dir? Ich weiß nicht, siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Alles klar. Ja. Rammgeschwindigkeit. Da, ich komme von hinten in die Augusta rein. Geil. Und die kriegt jetzt richtig die Raketen. Okay, ich werde auch beballert über mir, Dennis. Von was? Von dem Dicken? Von dem Fetten, ja. Okay, pass auf. Von der Plasma Run! Alter, nice. Das sah geil aus. Hat mir gut gefallen. Das ist der Einsatz für die Gruppe. Geil! Alter, nice, Mann! Alter, war das cool, Mann! Das hat richtig Bock gemacht! Das ist echt geil. Machst du dir Spaß zu heilen? Nein, aber ich tue es für Spiel! Genau, das ist es nämlich. Heilen ist halt, du hast ein Spiel mit fetten Raumschiffen, Torpedos, Raumexplosionen! Guck mal, Jungs! Und einer muss grüne Strahlen schießen. Wir können hier. What? Wir können hier was bauen hier. Nee, wir können uns ein neues Schiff aussuchen, oder was? Geil, die Vokari hier. Die auf Stufe 3 wollt ihr mich verarschen? Alter, kein Problem! Eine Mittelmeer-Sinne, wo kann ich das? Was geht ab? Reines Angriffsschiff. Alter, reines Angriffsschiff, krass. Ja, aber wollen wir bei der Taktik bleiben? Soll ich beim Heilungsprozess bleiben? Ja, eigentlich schon. Eigentlich muss. Wir müssen auch, aber ich tue fürs Team. Ich nehme jetzt fürs Team, genau. Einen super modifizierten Ferris. Geil. Okay, nehme ich jetzt Zerstörer oder Dreadnought? Das Fetteste. Okay, das Fetteste. Yeah! Okay, Stufe 3. Das ist Nils. Okay, 10 Kilometer. Wir können ein bisschen vor. Wo bist du, Dennis? Wir sind doch alle auf dem Haufen. Okay, von mir sind 7,6 Kilometer eingehend. Da geht dieser Balken da oben weg eigentlich. Ach, wir sind nicht auf dem Haufen? Ja, das dauert immer ein bisschen. Man fragt sich immer, wann darf ich die Karte sehen? Okay. Und jetzt darfst du. Okay, ich schleiche mich von hinten ran. Ich bin wieder auf dem Weg zu Dennis. Ja, ja, ihr seid. Nils hat eine super Position hinter diesem runden Ding. Ich umfasse die einmal. Siehst du das? Die sind da, die kommen auf euch zu, ich komme von hinten. Dann hol ich mir den Heiler. Du bist zu weit weg, als dass wir dir dann helfen können, wenn du Probleme bekommst. Ja, ja, das weiß ich. Aber das, so war es ja gedacht. Wo willst du hin, damit ich mich verstecken kann? Die gehen alle auf euch und ich fall den irgendwie dem. Weil die lassen ja auch die zurück, die nicht an die Front sollen. Und wenn ich von hinten dann in die einfalle, dann haben die Kreuzfeuer und dann sind die gefistet. Ja, gut. Willst du einfach nur auf Entfernung oder was? Also auf 7 Kilometer ran? Ja, ja, wir warten hier kurz. Jetzt ist wirklich sehr gefährlich, dein Plan da vorne, aber. Nee, Mann, ey. Wird auf dich schon geschossen, kann das sein? Nee, wir warten hier und. Ich komme ja nicht mehr weg. Wollen wir bleiben, weil dann mache ich Reparaturkapseln hin? Wir müssen eigentlich vor, weil Nils wird da vorne gleich Probleme. Aber ich glaube, wir können ihn dann nicht mehr. Guck mal hier, das ist total geil. Komm, dann mache ich hier Reparaturkapseln hin. Erstmal kriegt der Lüde hier ein, der Cerberus, guck mal, der ist schon so gut wie weg. Genau, warte doch noch mit der. Nee, der kriegt schon gleich eine neue, darum geht's. Ach so. Bam, und noch ein. Dann ist die Cerberus schon hinüber. So, Schiff 1 ist weg. Ich muss abtauchen. Alles klar, Nils rockt da hinten. Wir werden jetzt hier von der Seite ein bisschen. Okay, die Nav. Und da hast du sie gleich. Du kannst auch drauf schießen auf die von hier, weil es wird ja noch nicht auf uns geschossen. Also. Okay. Oh, Alter, da ist der Typ. Da ist der Typ ganz dicht. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, pass auf. Was? Ich wurde irgendwo hingemorpht. Was war das denn? Okay, jetzt habe ich ein massives Problem. Jetzt sind alle über mir. Das war aber nicht geplant. Ich wurde weggemorpht. Okay, Achtung, Plasma-Breitseite. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich bin zu weit am Außenrand der Karte gewesen. Okay, aber lebst du noch? Ja. Ist gut. Okay, du bist sehr, sehr geheilt. Wir haben gleich einen. Was, jetzt bin ich ein anderes Schiff. Was ist denn das für ein.
Okay. Ja, der eine ist weg. Okay, ich bin so eine mini-schnelle Jet-Fassrollmanöver. Genau, du bist jetzt ein Jäger und Jet-Zwillingsraketen. Ja. Oh geil, da ist der Sniper. Wo ist der denn, der Böse? Krugi ist bei mir, alles cool. Ich rück jetzt vor, wir suchen die letzten Leute. Ich weiß nicht, wie viele noch da sind. Okay. Ich bleib hier weiter unten in dem. Auf dich wird doch geschossen, oder? Ja, da ist er, ich sehe ihn jetzt. So, und der Bohrer von mir kommt schon wieder. Zwillingsraketen. Was? Oh, come on! Ich bin... Willst du echt weiter rein, Dennis? Was scheinst du? Ja, du kannst mich... Ja, es sind ja nicht mehr viele. Ich glaube, es ist nur noch der hier. Taktischer Bomber? Was ist das? Ah, nee, es sind zwei. Shit. Oh, der springt direkt über uns. Achtung, Krogi, der griff dich gleich. Oh. Schild angepackt. Schild wird aktiviert. Okay. Okay, ich versuche den jetzt eine Plasma-Breitseite zu verpassen, um so ein bisschen Edge zu kriegen. Ja, aber ich bräuchte jetzt deine Heilung, dann schaffen wir das. Ja, so gut ich kann. Okay, Plasma-Breitseite. 3, 2, 1, Plasma mal erst. Okay, der erste ist down, geil. Okay, ist nur noch der? Warte, in 6 Sekunden kann ich dich richtig heilen. Shit, das wird knapp. Ach, kein Ding. Ich mach kurz die Schilder an. Ja, sehr gut. Eine Sekunde, dann geht's gleich richtig ab in Heilung. Mach ich die aus Versehen und wieder aus. Ich werde abgeballert, ich werde derbe abgeballert. Aber mach weiter. Ich kein... Scheiß drauf. So. Ist da doch noch einer? Ich werde direkt derbe abgeballert auf jeden Fall. Geil. Dann ist noch einer. Ja, aber du machst es ganz gut. Du hast voll Energie, du versteckst dich da, du kriegst jetzt ein bisschen... Alter, da sind ja echt noch mehr! Ich geh jetzt auf den hier. Krogi, markier, wenn du dich auf jemand anders gehen soll, weil ich sehe wirklich nicht, von wo du warst. Ich muss mich hier verstecken. Alter, jetzt zieh Plasma-Breitseite in your face. Jetzt zieh dir das rein. 1, 2, 1. Voll daneben. Okay, ich werde abgeballert. Und da lebe ich wieder. Wo ist der Letzte? Dennis, hilfst du mir? Ja, ich. Letztes überlebendes Ziel, tatsächlich. Es wird angezeigt. Okay, ich lebe aber noch, alles cool. Ich lebe. Aber jetzt wird auf mich geschossen, siehst du es? Nee, der schießt auf mich eigentlich, oder? Versteck dich einfach hinter mir. Der dürfte keine Chance haben mehr. Ich mach dann super Tesla Todesstrahl auf ihn. Alle Energie auf sie. Alter, nee, das funktioniert nicht mit diesem Pad in der Mitte, ey. Ach komm, jetzt lädst du nach, oder was? So, der ist er down. Ja. Schön gemacht. Kein Problem. Schön gemacht. Du warst ein bisschen zu aggressiv dann doch, ne? Du hast aber zwei mitgenommen, glaube ich. Also ja, ich war. Das Problem ist, ich war am Rand der Karte und ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich war quasi gefangen in so einer Nische. Und dann haben die mich erfasst und ich wollte mich verpieseln und dann wollte der mich, glaube ich, zurück aufs Spielfeld setzen, hat einen automatischen Zoom gemacht. Ja. Und dann hat der mich quasi einfach nur 2 Meter weiter verkrunkelt in die Ecke gepackt. Und da war ich. Ah, okay, das hatte ich auch noch nie. Ja, weil ich glaube, ich war am Rand der Karte, das war mir nicht so bewusst. Okay, ich könnte was kaufen. Was haben wir denn? Modulationsverstärker wieder mal. Geschwindigkeitsschub gibt es oder Härten. Tatsächlich finde ich jetzt bei dem Heiler die Geschwindigkeit nicht schlecht, aber auch das Härten fände ich interessant. Muss ich mir entscheiden. Mhm. Geschwindigkeit ist teurer. Und was teurer ist, ist immer folglich besser. Mhm. Vielleicht nehme ich die Geschwindigkeit. Ja? Aber wenn du halt bei ihm bleibst, wenn du halt quasi bei ihm, bei der Dreadnought oder so bleibst, dann bräuchte ich ja ein dickes Fell, ne? Also das ganz links, der Modulverstärker, oder? Ja, aber da kenne ich mich selber nicht. Bin ich selber ein bisschen... Weißt du, eben war es so, ich habe dich geheilt und du hattest die ganze Zeit einen Fokus, einen Gegner. Und dann kam auf einmal ein zweiter und der hat es auf mich abgesehen. Okay. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr aushalte... Ja, das Ding ist, dass ich leider nicht so navigieren kann und so schnell reagieren kann, um irgendwie jetzt mit dem Dreadnought dir zu helfen. Genau, deswegen wäre es ja ganz gut, wenn ich härter wäre, sozusagen, dachte ich. Ja, klar, ist gut. Kann, oh, 4,7 schon. Hart ist immer geil, ne? Klar. Aber es ist eh zu spät. Aber du kannst, ich glaube, am klügsten wäre es, wenn du dich in solchen Situationen hinter meiner Masse... Oh, ich bin voll hier drin. Okay, einfach versteckst, hinter meiner Masse versteckst, ja. Okay. Okay, dann really kommt zu dir. Direkt okay, Nils kriegt schon direkt, direkt von allen Seiten. Okay, seht ihr den da? Dora ist am Start. So, das ist für dich. Da kannst du drauf schießen, Krogi. Ja. Weil den treffen wir nicht so gut. Ich bin hier mitten in die Feuerscheiße gespawnt, ey. Ich muss ja irgendwie gucken, ob ich hier nochmal wegkomme. Ich bin richtig in die Reichweite reingekommen. So, ja, Krogi, du bist sehr weit oben. Runter mit dir. Und ich habe ihn eliminiert. Ja, sehr geil. Runter mit dir. Jo. Runter mit dir. Wir flüchten. Mann. Wir flüchten jetzt in die Richtung, wo ich fliege. Ich bin da direkt reingeraten, ey. Sonne Scheiße. Wir flüchten, hast du gesagt.
Was heißt flüchten? Wir suchen eine Position, die besser zu verteidigen ist. Wir sind hier sehr offen. Ich schieße auf Otranto. Ich halte dich, solange ich... So, du bist jetzt maximal geheilt von mir. Okay, geilo. Ich bin jetzt hier hinter diesem Knödel. Merkst du, wie geil du geheilt wirst? Ich merke das mega, Alter. Gut, ich wurde noch nie so geil geheilt. Duck hier jetzt die Raketen weg. Oh, shit. Guck mal, wie geil nah dran ich bin an dem Typen. Okay, ich werde jetzt auch beschossen. Von wo denn? Hinter mir. Wir sind jetzt richtig cool hier. Nee, ich werde auf die ganze Zeit abgeballert, auf jeden Fall. Dann komm ein Stück vor. Genau, hier sind wir jetzt geil. Ich versteck mich hier. Oh, da ist einer. Alles klar, den beschieße ich. Der müsste gleich tot sein. Der Otranto. Und vor uns ist alles voll mit Leuten, ne? Hinter uns, vor uns, überall, an jeder Ecke. Ich bin gleich auf jeden Fall down. Echt? Okay, dann versteck dich. Dann mach irgendwie, dann flüchte. Ja, ich bin sofort tot. Jetzt bist du noch. Alle haben es auf mich abgesehen. Wir haben jetzt so ein Minigerät. Okay. Ich kann halt nicht so viel. Ich kann aber irgendwas heilen. Ich hab so einen kleinen Heiler. Wie, du hast einen Heiler, oder was? Das wäre ganz geil. Eine kleine Kapsel. Guck mal da. Da ist der Heiler. Ich weiß nicht, ich versuch den mal zu kriegen. Der macht natürlich nicht viel Damage hier, der nervt den eher. Ja, das sind nur Nervdinger, die du da gerade hast. Ach so, so ein Ding habe ich jetzt auch, oder was? Ah, lame. Wo bist du denn, Dennis? Ich kann auf jeden Fall die Kleinen eher so ein bisschen nerven, glaube ich. Ja, den nerv ich hier doch ein bisschen. Ach, shit. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so viel Energie verliere. Da fehlt so ein bisschen Feedback, dass der Bildschirm irgendwie rot blinkt oder so. Ach, schade. Schade, ey. Aber wir haben ja schon ein bisschen was überstanden. Ja, wir haben eine, wir haben 5 Wellen geschafft. Wie viel gibt's denn? Steht das da unten? Was heißt das da unten? 5 erreichte Wellen. Wöchentliche Punktzahl, Belohnungen. Was heißt denn das? Okay, hier, wir haben offensichtlich. Achso, wir haben 1475 Team-XP, das heißt, der Bonus sind 500 Sterne. Wenn wir 25 mehr hätten, dann hätten wir 750 Dreizacks bekommen. Okay, shit, ja. Ganz knapp. Das ist ja ärgerlich. Oh, 25 Punkte mehr für die Dreizacks. Mist. Krass. Das heißt. Hätte ich brauchen können. Ja, ich auch. Ja, aber wir können ja mal in den Hangar gehen, gucken ein bisschen, was wir ausgeben können. Ich glaube, ein neues Match schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber es war lustig. Es war doch mega cool, oder? Da habe ich Bock gemacht. Ich hätte schon wieder Bock, weiterzuspielen. Man braucht auch ein bisschen Zeit, um da richtig also als Team zu agieren, weißt du? Wenn man das zu Hause so spielt für sich, dann hast du nicht diese Teamkomponente. Und die ist ja gerade ganz entscheidend. Die wetzt ja auch echt auf, weil das Spiel an sich ist ja gar nicht so komplex. So fühlt sich jedenfalls an für mich. Nee, vielleicht macht es doch auch einfach Sinn, 2 Fette zu nehmen und einen Heiler. Ja, das kann auch sein. Einfach, dass man einfach über die pure Feuerpower kommt. Ja, die Entwickler haben mir, glaube ich, geschrieben, dass die beste Kombination, die sie rausgefunden haben, ist Heiler, Dreadnought, Zerstörer. Das ist mit die Kombination, mit der sie am meisten Erfolg hatten. Kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist im Grunde das, was du sagst, Zerstörer und Dreadnought sind nicht so verschieden. Denke ich auch, das ist das Smarteste. Mhm. Und du hast echt super geheilt. Du hast super schön aggressiv gespielt, nur einen kleinen Tick zu, glaube ich, ne? Ja, ich war dann jetzt zu dicht dran, das ist das Ding. Und ich die sind zu dicht gespawnt gerade wieder und dann war ich auf freiem Feld und ich hätte mich schneller verpieseln müssen. Der ist gerade 4 Kilometer vor mir gespawnt und ich war auf offenem Feld. Und dann musste erstmal umdrehen und weg und das dann war vorbei. Genau. Das ist halt der Knackpunkt an dem Spiel, zu erkennen, wann man sich, wann der letzte Moment ist zu flüchten. Wie lange kann ich an dieser Position noch bleiben? Und das zu erkennen, dass man eigentlich jetzt schon lange weg muss, manchmal erkennt man das nicht. Ja, das war direkt am Anfang halt, ne? Die spawnen und dann warte, okay, wie weit sind die denn weg? Und dann steht auf einmal da 4 Kilometer und tot. Und ich hätte direkt einfach mich in die Bewegung kommen müssen, hätte mich verstecken müssen, egal wie weit die weg sind, und dann hätte ich mich langsam rantasten müssen. Ja, dann kommt man. Okay. Nee. Ey, aber es macht mega Spaß. Und dann wäre sogar die Tarnung vielleicht interessant gewesen. Ja, die mobile natürlich. Die mobile Tarnung. Wobei du natürlich nie so weißt, wie so ein Computergegner auf Unsichtbarkeit reagiert, weil der menschliche Spieler kann ja den auch sehen. Der ist ja nur verschleiert. Ja. Und wie macht es der Computergegner? Sieht er ihn gar nicht oder sieht er ihn trotzdem? Ja, ich denke nur, irgendwo wird ja dieser Punkt vielleicht auch Sinn ergeben, weißt du? Ja. Irgendwann irgendwo. Sonst wäre Quatsch und obsolet und man bräuchte nicht. Also, das stimmt. Keine Ahnung. Cool. Schade, dass das nur auf der PS4 gibt, diesen Modus. Vielleicht kommt er ja auch noch mal rüber auf PC. Nennt sich Havoc-Modus. Ist ja immer noch Free-to-Play. Also wenn ihr das zocken wollt, ladet das auf der PlayStation einfach runter. Ratzfatz macht ihr euch einen Account und seid dabei. Hat Spaß gemacht, ganz ehrlich. Gerade dieses Koop-Teil, da kriegt man diese schönen Endorphine ausgeschüttet durch die Abschüsse, einer nach dem anderen, Killstreaks. Du hast von 12 Leute gekillt in unserer Aufwärmrunde, das war ja echt nicht schlecht. Ja, wirklich. Also, meine Güte, das macht Spaß. Danke, dass ihr dabei wart an meiner Seite. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Peng, peng. Heilen macht immer Spaß. Okay, auch danke an euch. Wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.